We will be open from 6 p.m. on day 17 of this month. Das ist ja schön. Dann sollen sie doch mal offen sein. Ich bin auch ein sehr offener Mensch. Hier ist aber auch die Framerate, die geht hier in den Keller wie die... Ich werde jetzt übrigens gerade mal eben zum Laden gehen, damit wir uns mal ein paar Samen holen können und mit den Samen unser Feld befruchten. Ja, ich habe Samen und befruchten in einem Satz gesagt. Ich bin böse. Los, meldet mich bei der YouTube-Community, weil ich sowas sage. Jetzt haben wir noch eine Stunde Zeit. Was machen wir denn in dieser Stunde? Hallo Karin. Na wundervoll. Blöde Kuh. Die ist auch noch nicht auf, ne? Nee. Ah, was machen wir denn die Stunde mal? Ja, also was heißt die Stunde? Die paar Sekündchen da, die diese Stunde im Spiel braucht. Werde ich einfach mal einen Schluck trinken. Und dann sind schon wieder 10 Minuten vorbei. Sogar 20. Ah, dann strecke ich mich noch eine Runde. Das ist nämlich schon wieder irgendwie mitten in der Nacht. Und ja, dann, ach hier, der alte Sack steht auch da. Gucken wir doch mal, was wir hier kriegen können. Those are fruit and vegetable seeds. We're selling seeds for summer now. But if you have a hothouse, you can plant them anytime. Each bag has 9 seeds. You can eat the crops you harvest or you can sell them. Are there any particular seeds you want to buy? Ich nehme alle. Gras, nee, wir bauen uns mal eine Grasplantage auf. Wäre doch was, da wäre ich für. So ein Kiffer-Harvest Moon. Harvest Moon back to Holland. Das will ich gar nicht mal so schlecht finden. Ob es ein Spiel gibt, das sich nur um Kiffen dreht? Also jetzt mal von so dämlichen Browser-Game-Scheißdingern abgesehen. Verstehe sowieso nicht, was Leute davon wollen. Chris einen Link geschickt und der Penner Haziel hat die 5 Euro geklaut. Meld dich jetzt auch beim Penner Game an. Oder du hast 5 Euro gespendet. Oder der Affe Kurt hat dir 3 Bananen geklaut. Ich... Keine Ahnung, was diese Kackspiele sollen. Echt nicht. Gar nicht. So, wir wollen Zwiebeln. Ich zwiebel dich. Wie viel willst du? So viel wie geht. Wir haben ja nur 9 Felder, ne? Machen wir aus 9 Feldern nochmal 12. Jo. 12 ist eine gute Zahl. 12 ist eine schöne Zahl. Denn wenn man 12 ist, dann kann man auch mal den Koffer im Klo stehen lassen. Es ist so unfassbar schlecht und ich mache mich ja eigentlich so zum Vollhorst mit sowas. Was ist denn hier los? Ach, die Ellie. Hallo, wie ist mit der Farm? Ist geil, macht Spaß. Macht unendlich Spaß, finde ich. Hm. Darum habe ich auch so lange nicht gespielt, weil das so viel Spaß macht. Ja, schön. Gehen rein. Und wir gehen jetzt erstmal unserer Arbeit nach. Die Musik ist auch sehr toll wieder. Diese Musik, die ist immer wieder 100% pure awesomeness. Ich nehme jetzt übrigens gerade erst 13 Minuten auf und das kommt mir schon ewig lange vor, wegen meinem beschissenen, verschleimten Hals. Und ne. Kann ich so nicht weitermachen. Da kann ich euch auch nicht antun. Da bin ich gar nicht bei der Sache. Ich kann auch gar nicht richtig über irgendwie Sachen herziehen. Normalerweise würde ich ja schon wieder seit Stunden gegen RTL wettern oder gegen eure Mütter wettern oder sowas. Aber das geht gerade einfach gar nicht, weil... Mich stört das Reden. Mich nervt es einfach im Moment, was zu sagen, weil ja, es ist einfach ein totales Arschlochgefühl im Hals. Das war, glaube ich, gerade vollkommen die falsche Wortwahl, wenn ich hier sowieso die ganze Zeit übers Kacken rede, oder? Aber naja. Es gibt ja auch... Nein, das würde jetzt zu weit gehen, das sage ich nicht. Wir prügeln uns hier erstmal ein bisschen durchs Feld. Wir verprügeln erstmal ein bisschen unser Pferd. Die blöde Mistsau. Wie viel hatte ich jetzt gesagt? 12? Ups, Entschuldigung. Nein, ich tut's mir kein Stück leid, aber das ist ja egal. Stein. Hammer dabei.
Natürlich haben wir ihn nicht dabei, weil wir scheiße sind. Nein, weil ich scheiße bin. Entschuldigung. Ihr seid natürlich die Geilsten, die es gibt. Meine Zuschauer sind die Könige der Welt. Schon immer gewesen, werden sie auch immer bleiben. Vor allem schon immer gewesen, weil ich das auch schon so ewig lange mache. Aber ist ja Wurst. Ah, schon wieder so ein Kacke-Thema. Wurst. Ich mag Würste. Ich mag Züge. Heute stirbst du, Kartoffel. Na, wer weiß aus welchem, ich wollte schon sagen aus welchem Spiel das ist, aber es ist ja gar kein Spiel, es ist ja ein Filmchen. Auf YouTube werde ich glaube ich auch mal hier in die Links dann posten. Ich sage euch jetzt nicht, was das ist, ihr könnt ja ein bisschen rätseln, aber am Ende dieser Folge oder unten in der Beschreibung dieser Folge, so da unten, ne? Ganz unten müsst ihr dann auf mehr lesen oder mehr Infos klicken und dann seht ihr das da. Wenn ihr da nicht draufklickt und das nicht lest, dann habt ihr entweder selber Schuld oder... Ja, dann habt ihr selber Schuld. Punkt. Hatte ich jetzt das... Ich bin so neben der Spur. Ich weiß nicht, ob wir unser Pferd jetzt schon hier vergewaltigt haben heute oder nicht. Auf jeden Fall sollen wir noch ein bisschen Blumen gießen. Jetzt kann ich ja endlich mal zeigen hier das Wunder der goldenen Kanne. Wusch! Und da ist alles wunderschön. Ob dieses, ich sehe gerade meine Einstellung, ob das Ruckeln bei dem Spiel daran hängt, dass ich die Framerate auf 30 Frames pro Sekunde festgesetzt habe? Kann eigentlich nicht sein, weil das eigentlich die normale Laufgeschwindigkeit von dem Spiel ist. Aber wenn er was lädt, geht er dann runter? Sollte ich mal schauen. Allerdings habe ich bei Diablo genau das gleiche Problem und da habe ich definitiv nichts umgestellt. Es ist schon wieder Nachmittag. Es ist eine sehr komische Stadt, wo es mitten im Sommer um 3 Uhr nachmittags schon wieder dunkel wird. Ui, Wasser. So, dann wollen wir mal schnell gucken, ob wir hier unseren Uwe heute schon... Haben wir schon. Er flitzt hier vergnügt durch die Gegend. Das ist auch sehr schön. Wie viel Wasser haben wir denn noch? Wir haben noch 10 Wasser, das reicht nicht für 18 Felder, weil 18 minus, ach ich bin so blöd, 18 minus 10 ist ja bekannterweise 723 Mindestens. Willkommen bei Deutsches Welle Polen. Ich früher auch sehr gerne gesehen, Switch. Wupp, gehen wir erstmal eine Runde knacken. Und knacken war jetzt tatsächlich kein Synonym für Scheißen oder sonst was, sondern ganz legitim ein Synonym für ich gehe schlafen. Da wir jetzt mittlerweile schon wieder fast bei 20 Minuten sind, werde ich jetzt noch eben so zwei, drei Synonyme hier erzählen, dann auch die Aufnahme unterbrechen. Weil das ist, ihr hört es ja und kriegt es auch mit, ich bin vollkommen neben der Spur und das geht so nicht. Kann ich euch so nicht antun, wenn ich jetzt 2 Stunden aufnehmen würde, dann wären das ein paar Folgen, die total, ja, totaler Müll sind im Prinzip und das muss ich euch ja nicht antun. Also, wohl fangen wir an. Ich werde mal 5 Kilo ohne Knochen wegbringen, abdönern, abkneifen, abkoten, abkötteln, abwürsten. Die Aggregate entlernen, Alarmstufe Braun deaktivieren gehen. Ich werde mal auf die Tonne gehen, ich werde mal batteln, ich werde das Porzellan anrauben. Ne, den hatten wir gerade schon. Ich habe einen Fäkal-Overflow, den finde ich auch sehr schön, so ich als Informatiker vor allen Dingen. Ich werde einen Schwarzarbeiter in die Keramik wälzen oder einen rostigen Anker werfen. Ja. Alles sehr schön. Dann zum Abschluss jetzt nochmal etwas ja enorm Niveauvolles dagegen. Und zwar ein Rätsel an euch alle. Wird erst in der nächsten Let's Play Folge dann aufgeklärt werden. Aber ich frage euch trotzdem mal, was ist schwarz-weiß und sitzt auf einer Schaukel? So, in diesem Sinne viel Spaß und tschüss.